einfach mal alles konfiszieren, was ich vermute, ich gebrauchen kann. Sekunde, ich habe doch das Buch jetzt hier hingelegt, ne? Okay, dann nicht. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nach da hinten hingehen, den Fluss hoch da. Aber ich denke mal, ich gehe bestimmt noch mal in irgendein Gebäude rein, was jetzt hier an der Seite ist. Oh, look at the moon. So, wie das hier. So big. Or is it Friday? Ist auch immer noch die Stelle, wo ich das Buch abgeben kann. Stattdessen finde ich es Dinge, die ich hochschleppe. Den Topf kann ich mitnehmen, die nicht. Ist nichts, das Mintbeutel. Quatsch, eine Lupe habe ich schon mitgenommen. Ich gehe immer wieder die Schubladen durch, obwohl da noch nie was drin war. Bisher. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte dich da mal testweise mitnehmen. Huch, danke. I wouldn't exactly say orange. Okay, Dachboden. Ah ja, das waren ja die Verliebten, die sich gedacht haben, wir machen eine Zeitkapsel. Ja. Souverän falsch gelaufen. Da haben wir den Weg nach unten. Hab ich doch vorhin schon nicht gefunden. Infusionsspender, genau. Als hätte ich was anderes erwartet. Hello. Hey. I don't think anyone's here. Fernsehen kann ich auch nicht. Hello. Ja. Bei dem Spielzeugmacher weiß ich, bei dem Spielzeughaus weiß ich eh nicht, was ich da machen soll. Also gehe ich jetzt endlich hier lang, wo ich die ganze Zeit hin wollte. An diesem wunderbaren Windrad vorbei. Versuche hier noch was zu machen. Mäp. Und gehe jetzt hier hoch, wo sie gesagt hat, folge dem Fluss. Und die Tür ist offen. Wunderbarst. Neuer Erinnerungsstrang. Vielleicht finde ich ja hier noch was, was ich dann vorne einsetzen kann und so weiter. We used to sail model boats down here. Ja, wir stehen da unten. Die Modellboote. Warum gehe ich jetzt hier lang? Und dieser Autoreifen ist auch sehr schön aufgehängt da oben. Könnte auch den längeren Weg bedeuten, aber ich gucke jetzt erstmal hier nach. Kisten, Kisten, Kisten. Mastexo Pine Wheel. Da kann ich aber noch nicht durch. Stattdessen sehe ich hier ein Buch. Das ist zu viel.
Eintrag 410 von 10 ist nicht gut. At least you don't have to go all the way up there. Ja. Glücklicherweise müssen wir da nicht hoch. Ja, es ist doch so schön hier. Trotz dieser Schönheit ist eine Mine in der Nähe, wo Leute verschütt gehen. Irgendwelche Zäune quer durch die Gegend, von denen keiner weiß, wieso sie da sind. Außer dem Besitzer wahrscheinlich. Und die nächste Mine. Es könnte auch sein, dass das hier so ein Zwischendings ist. Oder ich komme zu dem Beifelein. Nö. Aber hier ist noch ein Buch. Eintrag 3 von 10. Im heutigen Workshop hat man uns gebeten, beim Malen eine Erfahrung aus dem eigenen Leben als Inspiration zu nutzen. Zuerst fiel es mir schwer, eine solche zu finden, und ich versuchte, an meine Zeit in Amerika zu denken. Aber meine Gedanken kehrten immer wieder nach Penwheel zurück. Schließlich gab ich auf und entschloss mich dazu, ein Ereignis zu malen, das sich dort in den 60er Jahren geschehen war. Etwas, das mich für den Rest, das für mich und den Rest des Dorfes traumatisch war. Die Minen waren in meiner Erinnerung dunkel und klaustrophobisch, und die Männer, die dort gefangen waren, waren hilflos, als das Wasser durch die Wände kam. Ich wünschte, ich könnte mich an ihre Namen erinnern, und ich hoffe, dass das Gemälde, das ich heute gemalt habe, ihnen gerecht wird. Meine Lehrerin sagte, dass es sehr gut sei, nur ein wenig zu düster für sie. Okay. Can we have a go on the rope swing? Meinetwegen. Ich komme da aber nicht hin. Gut, dann gehe ich mal hier in die Mine. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja diesen Glassplitter wieder. Zum Zerschneiden von Zeugs. Hm. Oder ich gehe nicht in diese Mine rein. Und folge dem Flusslauf. Eigentlich hat mir die Stimme gedacht, ich soll dem Flusslauf folgen, aber ich dachte, das wäre schon vorbei. Hm. Meine Hose ist eh schon nass von eben. Also, kann ja nichts Schlimmeres passieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das Buch hinpacken soll. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die ganzen anderen Rätsel da vorne lösen kann. Die Stimmung schwankt. Lang nichts mehr von der Stimme von außen gehört. Brimcliff Industrial Center. Ja, dann geht's weiter. The mine that you've just entered seems to be outputting a variety of important memories. There also seems to be a strong signal coming from within it that appears to be in line with what we'd expect from the artifact. The item we're after to make you stronger. Ja, und da sind wir. With dementia, it's often the patient's short-term memory that begins to falter first. We can use older memories as a seed to help rebuild and validate our patient's life story. The artifact should also help us to avoid another relapse, whilst allowing us to target the amyloid plaques that cause our patient's brain cells to die in the first place. Darf ich jetzt? Okay. Ja. Hier bin ich wieder in dieser Mine. Und ich sage wieder, weil ich schon mal gespielt habe und dann leider zu schnell aus dem Spiel raus bin und nicht gespeichert habe und somit wieder von vorne anfangen darf. Aber ich habe schon wieder alles vergessen, was ich hier drin entdeckt hatte. Bis auf einen Teil, das ich wiederfinden muss. Und da oben ist schon meine Erinnerungsschleife. Und ich werde jetzt nochmal alles erkunden, denn hier ist viel zu entdecken. Und da komme ich nicht lang. Ja, Isawon. Durch die Erinnerung eines fremden Menschen, um Streichhölzer mitzunehmen. Das habe ich jetzt
Ich habe ja das Buch noch mit. Okay. Ich gehe wieder in die Zentrale. Ich lege das Buch mal hier hin. Und nehme die Streichhölzer mit. Denn ich glaube, die sind sinnvoller. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später. Leere Citre-Flasche. Ja, die haben wohl zwei Gewächer. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht in der Mine erwartet, aber wer weiß, wofür es gut ist. So, hier kann ich nicht durch, weil hier ist was zusammengebrochen. Aber das Wasser fließt schön. Und hier ist eine Schleife. Well, I must say, I'd hoped this case would have been solved by now. I know, I should take some of the responsibility. But I have given you every resource imaginable to complete this restoration. Just remember that all of this funding is lost if you don't do your job effectively and find that artifact. Ja, setz mich ruhig unter Druck, Stimme, die ich nicht kenne. Flachmann eines Minenarbeiters. Gasmaske. Okay, ich werde die Streichhölzer hier lagern. Gut, dann... Ach ja, zurück. Kein offenes Feuer. Ich wollte den Flachmann mitnehmen. Da. Dankeschön. Ich weiß noch nicht warum, aber ich wollte ihn mitnehmen. Ach so, hier sind Fenster, hier komme ich nicht raus. Die Schaufel kann ich auch nicht mitnehmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nur eine Sache gleichzeitig tragen kann. Allerdings trägt das, glaube ich, zum Spiel geschehen bei. Nicht? Der will nicht. Und hier ist wieder so ein Projektor. Von Null von Teilen, ja. Was ist hier oben? Naja, ich muss klicken und nicht E drücken. Arsenikausdruck 11322. Merken. Ich glaube, die brauche ich noch, weil sonst würde das nicht so auftauchen. Okay, da habe ich keine Ahnung, aber. Es ist 1996. Na, na, na. Es wäre konfreundlich. Oh, die Tür geht ja auf. In den Hof. Ach so, ja, stimmt. 11322. Arsenikhaus. It's not going to get any better. This isn't going to get any easier for anyone. It says here that arsenic was a very useful byproduct of the tin refining process and is still used in many medicines and foods. The miners ground and burnt out any unwanted materials and then exported it for money. But in these quantities, it was extremely lethal. Accidents here were often fatal. Let's find out what happened here. Ja, ich bin gespannt. Warum? Okay, ich habe jetzt die Flammen angemacht, aber ich weiß nicht wofür. Ich kann die Tür nicht öffnen, ne? Ups. Doch, Uhr. Wieder zu. Frag mich, was ich da mitmachen kann. Ich kann ja auch nichts. Hier tut sich irgendwas. Mary P. Da komme ich nicht rein. Hier noch was, keine offenen Flammen. Hier wohl so viel Lärm jetzt war, kann ich jetzt auch nichts mehr machen, oder? Jetzt ist hier kein Lärm mehr, schön. So, total.
alle stille, Taschenlampe, Gasmasken. Die ich nicht mitnehmen kann, sehe ich gerade. Oh, ein Warnungsschild. Achtung, keine offenen Lampen. Schade, dass es nicht übersetzt ist, aber keine offenen Flammen kann ich auch so erkennen. Du bist eine Lampe. Und du bist eine verschlossene Tür. Und da unten bin ich reingekommen. Ach komm, ich gehe da nochmal längs. Hier tropft Wasser runter. Ja, gut, dass ich einen Hut trage, denn es regnet hier rein. Kanistern kann ich auch keinen mitnehmen, ne? Hier ist zu. Du kannst auch nichts. Und hier ist auch noch alles rot. Obwohl ich das Arsenenhaus ja geöffnet habe. Hier bin ich gerade eben links gegangen. Ah ja, genau. Hier oben bei den Schleifen. Komme ich da hin? Oh, Trevin. Herztrimmung, würde ich mal übersetzen. Sorry for asking, but I thought I'd left them there. Okay, ein Zettel. Hammer. Ich gehe mal davon aus, derjenige, der sich mein Hammer ausgeborgt hat, hat die Absicht, ihn zurückzubringen. Ich erwarte, dass er wieder hier ist, wenn ich aus den Minen zurückkomme. Okay, hier hat einer seinen Hammer vermisst. Und hier sind Toiletten. Gut, das zu wissen, falls ich mal muss. Und hier? Hängt sie das Spiel? Nee. Wichtige Nachricht. Ach du, eine Mine, wer was geschmuggelt wird, verhaftet. Schöne Gasmaske. Dann lasse ich die doch mal mitnehmen. Aber ich wüsste nicht wofür, ich nehme die Flachmann wieder mit. So, hier haben also die Leute ferngeschaut, wenn ihnen langweilig war oder sie Pause hatten und sich gefreut drüber. Arsen Disposal. Kann ich bestimmt irgendwas noch wegschmeißen irgendwann. Genau, hier ist auch ein Projektor. Da ist eine Kaffeemaschine. Und hier ist ein lautes Geräusch. Ich werde die jetzt einfach jedes Mal drücken, wenn ich sie finde. It's me. Hi. Why is it every time I call, I seem to get the machine? Weil ich nicht da bin. I'm gonna have to assume that you're doing okay, since you never call me back. I'm gonna level with you. It's driving me crazy knowing you're in there. Call me, okay? Ach, ich rufe dich irgendwann an. Arsenikhaus, kenne ich schon. Wartramming. 22133. Miners Dry. 312311. Mill Management. 3112. Und hier geht's nicht weiter. Okay, dann gehe ich mal ins Office hier. Ein Topf. Reinigungskörner. Eine Zinndose. Eine Kaffeemaschine. Miners trinken Kaffee. Maschinenreinigung. Only two grains needed. Also nur zwei Dings da reinpacken, okay. Öffnen. Reinigungskörner. Mitnehmen. Eins. Zwei. Schließen. Äh.
Glückwunsch. Nochmal reinigen. Hallo, ich wollte ihn zumachen. Jetzt habe ich schon wieder zwei reingepackt. Ich wollte doch mal versuchen, was passiert, wenn ich nur einen reinpacke. Eins. Schließen. Schließen. Check. Ah, läuft auch durch, okay.